Gemeinsamkeit ist etwas Schönes, da freut man sich immer wieder, wenn jemand anders in der Nähe ist. Doch manchmal sind getrennte Wege tatsächlich auch auf dem eigenen Weg eingebaut mit so kleinen Straßenschildern, dass man sich da auch trennen kann, damit man weiß, wo der eigentlich anfängt. Und deswegen spielen wir heute in separierten Räumen. Lieber Knasti und ich. Ja. Vermuten wir. Wir wissen das ja noch. Es wäre allerdings auch sehr geschickt verwirrend, wenn der Titel der Kammer überhaupt nicht zu dem Inhalt passt. Zum Beispiel nennt man das Ding einfach Wasserfall. Und da kann man weder fallen noch wassern. Ja. Das wäre total sinnlos, aber es verwirrt. Ja, stimmt. Ja. Und wenn wir jetzt plötzlich zusammen in einem Raum wären, dann das würde für mich wäre das ein Schock. Das Tolle aber ist, nach dieser Abstinenzphase, die wir nach der Trennung haben werden, führen wir ja wieder am Ende zusammen. Um gemeinsam durch den Ausgang zu schreiten. Durch den Ausgang. Ja. Zu schreiten. Ja. So. Hallo. Hi. So. Ja. Oh. Ja, dann lass uns doch mal jetzt gemeinsam hier in diese Kammer schreiten. Ja. So. So, wir sind immer noch nicht geteilt. Nee. Darf man dich durch Null teilen? Nee. So. Wobei ich ja die Form einer Null bin. Nee, das war ja ich. Ich bin ja das kugelige Etwas. Ja, aber ich... Oh. Bei mir ist eine Null meistens O. Oh. Bei mir ist eine Null meistens O. Also im Englischen hauptsächlich. So. Hallo. Wie lange her? Ah. Aha, hier geht das auf. Ach so, das ist ja... Aber das ist ja jetzt... Das geht ja. Ja, du kannst auch meine nehmen. Nee, ich habe meine eigenen Portale. Sind die zu weit weg? So, und jetzt ist... ich will nicht drin stehen bleiben. Achso, geht du doch mal nicht rein. Was Warum? Passiert denn da dann? Ich glaube... Vielleicht geht was anderes dann auf. Ja, stimmt, ich falle. Ich sehe es. Soll ich mitfallen? Wahrscheinlich, ne? Oder hier ist ja noch eine andere Fläche, die aussieht, als würde sie aufgehen können. So ein bisschen halt. Ja. Aber ich kann dir mal zu dir fallen. Fall doch mal zu mir. Hier scheinen sich unsere Wege zu trennen. Dann sind wir da also richtig. Oh nein, doch nicht. Hier ist Wasser. Was? Bist du tot? Nein. Also. Lalala, wart und klapp und... Na, so. Uff, aua. Hast du jetzt Kopfschmerzen? Guck mal, der Ausgang. Ja. Wollen wir da rausgehen? Ich glaube, das funktioniert nicht, aber können wir gerne machen. Mit Schwung. Okay. Komm, wir haben nur vier Hände, wir ziehen die einfach auf. Oder? Willst du fallen? Ich will gefallen, will ich hauptsächlich. Warum ist denn hier Wasser? Ich weiß nicht, da drüben ist auch Wasser. Ja, das mit dem Gefallen ist ganz... Na, in die Haare schmieren wäre vielleicht ein bisschen nicht schön, es klebt so. Das hinten ist auch Wasser. Oh, hier brutzelt's. Oh, ich bin gespannt. Da geht's hoch. Und da geht's durch. Das ist mir alles zu viel. Oh mein Gott. Warum geht's denn da durch? Warum? Overflow. Ich drück mal einen Knopf hier. Nimm es weg. Was? Zerbrrr. Was? Ah, nee. Was hat der Knopf gemacht? Nix. Ich geh mal hier hoch. Vier Zeichen. Hier muss ein Würfel rein. Und hier sind sogar andere, hier sind vier Knöpfe. Was passiert? Was passiert? Hallo? Möchtest du nicht schauen, was denn passiert? Achso, entschuldige bitte. Ich war hier gerade so fasziniert von dem Ding hier. Das ist der ist doch nicht neu. Guck mal, der ist aber so verzweifelt. Der haut schon dauernd mit der Stirn an die Wand. Oh mein Gott. Das ist wie die Zuschauer. Ach, guck mal, hier oben, wenn man alle drückt, geht... Nee! Einer muss da hoch, da war eine. Siehst du das? Die Symbole hatten wir da hinten ja auch schon. Ja. Ja. Ich gehe da mal hin. Du darfst hier der Aktive sein. Der Aktive? Ja, der dadurch dann irgendwie gehen könnte, wenn denn Täter passiert.
Ach, guck mal. Also hier ist jetzt eine Bridge. Okay, ich die Bridge nicht. Hä? Was? Ach doch, Moment. Das ist auch eine Bridge. Haben wir ein Prisma irgendwo? Ist auch eine Bridge, okay. Nee, hier ist es. Was? Ja, was passiert? Punkt. Ich sehe keinen Punkt. Ich guck mal, wo ich den Punkt finde. Finde ich irgendwo. Ja, aber hier ist jetzt ja auch ein Halbmond. Punkt, 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 Punkt. Bitte? Halbmond. Halbmond. Ah, da hinten ist ja auch noch was, stimmt ja. Punkt, 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 komm. Oh. Oh, ist das riesig. Was, soll ich mal zu dir kommen? Ja, muss ja einer hier stehen bleiben, sonst wäre es ja nicht. Kennst du dich mit großen Sachen aus, ja? Sonst wäre es ja keine separierten Räume. Das stimmt. Aber ich sehe nur. Oder vielleicht werden wir ja gar nicht separiert, sondern nur die Räume. Wenn wären die Räume alle integriert ineinander, wäre es ja auch. Wären es nicht mehrere. Verstehst du? Hast du recht. Ja, ich verstehe. Ich sag das viel zu oft. Aber ich bin mir immer nicht ganz sicher. Ob ich. Danke. Ja. Ja, das ist lange Erfahrung. So, wo. Nee. Hier gibt's nichts. Erstmal. Hier gibt's nichts. Na, ich. Bei der Map stand bei, dass wir die in 8 Minuten lösen könnten. Also stand jetzt nicht für uns bei, dass wir das könnten, aber theoretisch andere Leute. Ja, also wenn für man uns sie kennt, brauchen wir wahrscheinlich wenn man sie kennt drei und durchrennt. Folgen. Ja. Hier ist. Da ist nichts. Da käme was raus. Ich weiß aber wahrscheinlich ein Würfel, oder? Nee, eine Kugel. Ball. Eine Kugel. Eine ruhige Kugel. Warum kann man hier, reinkommen? Wo kann man da reinkommen? Schlechte Idee. Warum eigentlich? Oh, er verfolgt mich. Ja, ich fühle mich so beobachtet. Warte mal, wenn er dich verfolgt, dann kann ich doch eigentlich. Nein, kann ich nicht. Nee. Ja, was ist, kann ich denn hier nicht einfach? Zack. Was ist passiert? Ein Prisma. Aber da kommen wir nicht ran. Ich bin jetzt vollkommen da, wo ich nicht sein sollte wahrscheinlich. Das ja, hält mich aber nicht davon ab, hier nicht trotzdem hinzugehen zu dir. In deine Arme. Oh. Deine starken Arme. Oh. Die nur so stark sind, weil die Roboter verstärkt sind. Richtig. Sonst wäre das, sonst, ja. Sonst würde ich mich fühlen, als würde ich in einer Wolke landen. So weich, wie das ist. Was eine ist feuchte eigentlich? Regenwolke. Iba! Was geht denn da oben eigentlich denn auf? Warst du da oben schon? Nee, wie soll ich denn da hochkommen? Achso, da kann man runterfallen. Das ist auch nicht. Ah, du bist hier. Hi. Du bist auch nicht dauerhaft da. Nein. Boink, ja. Warum passiert hier oben nichts? Wenn man da na, irgendwas passiert, was, drückt. Wenn ich drücke, dann. Die, ja, aber hier ist doch ein Halbmond. Ja, du siehst halt nur. Du siehst von den Schaltern nichts. Hä, da war doch gerade. War nur noch außen. Ja, ja. X drumrum. Wollte ich gerade sagen. Die meine ich. Da siehst du nichts von. Das habe ich eben auch nicht. Aber stell dich nochmal auf den. Also da, sowohl Punkt als auch Halbmond wurden aktiviert. Je nachdem, wo du dann gerade drauf standest. Okay, ich stehe. Passiert irgendwas? Ja, also, der Punkt ist aktiviert, aber sonst passiert nichts. Okay. Die müssen wahrscheinlich immer beide jeweils angemacht werden, um hier dann die Wand zu öffnen, damit wir mit der Brücke dann den Laser da reinlenken können und dort irgendwas aktivieren. Ja. Aber das arbeitet hier ein bisschen. Was haben wir denn? Die Knöpfe, die hier im Raum halt in der Gegend herumstehen, die müssen ja auch irgendeine Funktion haben. Ja. Geh ich mal von aus. Ich komme wieder rüber. Ja, ich gehe gerade weg. Ob hier dann noch irgendwas passiert? Nee. Ah, hier ist ein Würfel. Warum liegt hier ein Würfel rum? Stimmt, wir haben ja einen Würfel. Warum haben wir einen Würfel? Ich muss mal eben gucken. Was, ob denn ein Symbol dran war, ist. Nö, sehe ich ihn gerade mal nicht. Ich nehme einen Würfel mit. Nimm mal einen Würfel mit. Nimm mal einen. Hi. Wo war der? Welle und Kreis. Könnte man den Würfel nicht jetzt nehmen, um sich damit zu schützen vor den Turrets? Könnte man ja. Aber ich hau immer die Welle. Was macht die Welle? Eine Föhnwelle. Welle? Die Welle.
Das sagt doch der Franzose, wenn er was eine Welle war bei den Turrets. Weller. Ach so. Was? Wollen wir mal, ich nehme mal den Würfel und hau damit die Turrets um. Hier bei den Turrets war, hier ist ein Ball. Wo kommt denn der Ball her? Der ist wahrscheinlich aktiviert worden. Wie kannst du dich denn da verstehen? Ah. Ach nee, guck mal hier. Ja, ich sehe es. Soll ich zu dir kommen? Ich kann hier durchschießen. Hey. Nee. Nee, die können nicht durchschießen. Ich komme mal zu dir. Okay. Ich komme so langsam vor. Was komme ich ständig? Bin halt nicht so der Schnellste. Ach, das war die Welle. Okay, ja. Verstehe. Ach, das, da kann man den Ball jetzt hinlegen. Hier, guck. Schießt gleich nicht. Schön. Das bringt uns nichts. Warum bringt uns das nichts? Wir haben noch hier Fläche. Was sind das für Geräusche? Au! Wieso treffen die dich denn? Mich? Dich? Oh, nein. Verdammt, das war knapp. Ich glaube, wir machen es wieder zu... Na, machen wir es zu kompliziert. Also eigentlich wäre unsere Zeit gerade abgelaufen schon. Oh. Ja. Das ist schlecht. Aber ich glaube, wir müssen mal einen speziellen Rahmenknast-Multiplikator einführen. Der die gezielte Spielzeit mal irgendeine zweistellige Zahl nimmt. Was hast du... Ja? Ja, nee. Das war auch meine Idee, aber... Also, kann man nur nicht sehen. Hier ist ein blauer Soßenfleck. Genau. Wie genau? Kennst du den schon? Ja. Oh. Warte. Ach, das ist gut, das ist auch blaue Soße. Wo, lass fallen. Mein Portal, ich kann es nicht nirgends, ich kann es nirgends. Ja. Wie geht denn das Ding an oder aus? War das schon die ganze Zeit an? Nee, wenn ich hier... Möchtest du den Würfel da mal wieder zurückhaben? Nee, warte mal. So. Au, nein. Yes. Ach so. Ja, das wäre mein nächster Plan gewesen. Deshalb, ich gehe da mal rüber. Genau. Hui. Boinga, boinga, boinga. Da hinten kann man raus. Hier muss ein Laser rein. Wo hatten wir denn einen Laser? Hier ist ein Würfel schon wieder. Die geht's hoch. Die verfolgen uns. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich können wir hier gleich dann... irgendwo runterfallen und da unten dann wieder hinkommen. Ah. Aha. Interessant. Ah, du bist auch hier. Du verfolgst mich echt so ein bisschen. Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Stalker, weißt du? Mhm. Ich habe mit dem Hobby nur angefangen, weil ich dich so toll finde und damit ich irgendwann mal die Chance habe, verstehst du? Mich sorgen zu können. Genau. Das ist sehr lobenswert. Tschüss.